Die nächste Präsentation ist von Dirk Engling, also vom über den Chaos Communication Congress. Wunderschönen guten Tag. Präsentation ist ein bisschen viel gesagt. Ich habe so vor 3 Stunden davon erfahren, dass ich kurzfristig einspringen muss. Und, du bist ja gar nicht Frank. Ich war eigentlich als Frank angekündigt, aber der ist krank. Und nun stehe ich vor der beeindruckenden Aufgabe, erstmal nach dem doch sehr tiefgründigen Sprecher gerade irgendwie mit so ein bisschen Freude und Hands-on zu kommen, was nicht so einfach ist, dass er ein bisschen unvorbereitet. Ich hatte gehofft, hier stellt mir noch irgendjemand blöde Fragen, vielleicht dann aus dem Publikum. Wir ist der Chaos Computer Club und wir veranstalten seit 34, 35 Jahren so eine kleine gemütliche Veranstaltung, zu der wir Freunde aus aller Welt einladen, um zusammenzukommen, zu basteln, zu lernen, zu lehren. Es gibt ein offizielles Vortragsprogramm auf der Bühne, wo ich in letzter Zeit ziemlich intensiv involviert war. Und deswegen auch so ein bisschen sehr biased bin in die Richtung, aber was irgendwie nur ein Teil des Kongresses ausmacht. Deswegen fände ich es ganz gut, wenn gerade aus der C-Base, die schon seit Jahren immer einen großen Teil des Kongresses mitgestalten, vielleicht noch jemand sich meldet, was er dieses Jahr anschleppen wollt. Und diese Veranstaltung wird dieses Jahr von 16.000 Hackern, Hackerinnen, Künstlern, Tinkern, Netzpolitikern besucht, die alle schon seit ewig verbindet in so einer gewollt nicht kommerziellen Atmosphäre, in der wirklich Kompetenz zählt und nicht irgendwie CV und nicht Kohle, gemeinsam eine Veranstaltung zu bauen, wo wir auch nicht wirklich Eintritt nehmen, sondern so wie alle zusammen beteiligen an den Kosten, die da so passieren, um Netz dahin zu legen, um die Veranstaltung, das Venue anzumieten und ansonsten eigentlich nicht viel mehr. Wir haben im offiziellen Vortragsprogramm, was auf einer der 5 Bühnen dieses Jahr stattfindet, 160 Vorträge mit knapp 200 Speakern, die wirklich für alle möglichen wilden Themen haben. Wir haben einen Orgelbauer, der davon erzählt, wie er mit einem 3D-Drucker sich Bauteile herstellt, die es schon seit Jahren nicht mehr gibt, die es seit Jahrhunderten nicht mehr gibt. Wir haben Arne Semsrott, der auf der Bühne spricht, wie er Informationsfreiheitsgesetze mit der wirklich buchstäblichen Brechstange in Behörden durchsitzt. Wir haben seinen Bruder, den Nico Semsrott, der im Abendprogramm uns unterhalten möchte. Wir haben uns in diesem Jahr gemäß unserer schon seit 5, 6 Jahren sehr bewusst gepflegten Kultur der offenen Arme Neulinge willkommen zu heißen, ihnen zu vermitteln, dass sie keine Ultra-Lead-Hexors sein müssen, um dort was mitzunehmen, ist vor, ich glaube, 5 Jahren schon das Konzept Chaos-Patinnen entstanden, die Erstbesuchern ein paar alte Hasen an die Hand geben, um sie dann an den ersten Tagen auf der Veranstaltung zu begleiten. Ich habe das selber mal gemacht und war beeindruckt, dass quasi nach der Hälfte von Tag 1 die mir schon erzählt haben, was auf dem Kongress geht und von dem ich nichts wusste. Das ist eigentlich schon eine sehr coole Kultur, wo man einfach Fragen stellen kann, ohne blöd angeguckt zu werden. Wo man eher das Problem hat, die Leute wieder loszuwerden, die man da gefragt hat, weil die einem wirklich Antworten geben, die man eigentlich gar nicht wissen wollte. Der Detailtiefe. Wir haben normalerweise Schwierigkeiten, Leuten zu erklären, was der Kongress ist. Irgendwie jemanden zu erzählen, komm mal da vorbei und halte einen Vortrag. Ach ja, die meisten müssen Eintritt bezahlen, gut, du nicht, aber ansonsten gibt es keine Gage. Können sich die meisten nicht vorstellen, dass es sich lohnt, da vorbeizukommen. Und nach einem Jahr kommen sie und wollen nächstes Jahr engeln. Wo man sich auch wieder vorstellen muss, dass es Leute gibt, die, und ich gehöre dazu, die vollen Eintritt bezahlen, da auf diese Veranstaltung kommen und dann noch einmal 20 Stunden Schicht schieben, dafür, dass sie ein cooles T-Shirt abbekommen, um zeigen zu können, was sie da Großes, Cooles aufgebaut haben. Regelmäßig verdrücke ich auch am Ende der Veranstaltung ein paar Tränchen, weil es schon bombastisches Gefühl ist, so viele Leute zusammenzubekommen, die da eine grundsätzliche Idee eines gemeinsamen Schaffens, eines Versuchs in so einer kommerzfreien Atmosphäre, einander auf Augenhöhe zu begegnen, einander Dinge zu erklären und von anderen Dinge zu lernen,
die sonst in der Gesellschaft so ein bisschen schwierig ist, wo Leute, wenn sie auf andere Konferenzen gehen, die wollen irgendwie eher netzwerken, die wollen gucken, dass sie Vorträge bringen, die dann am Ende in ihrer akademischen Historie gut aussehen. Andere besuchen, naja, Hacker-Veranstaltungen, auf denen viel getrunken wird und dort wie Fräuleins mit wenig Klamotten an, mit Bauchläden voller Zigaretten durch die Gegend laufen. Sowas machen wir ganz bewusst nicht. Wir wollen keine großen Werbebanner. Wir wollen, dass, wenn da jemand vorbeikommt, dass er weiß, dass das offizielle Programm zumindest kuratiert ist. Die Einreichung, die wir dieses Mal bekommen haben, waren so 620 auf am Ende 160 vergebbare Vorträge. Und da saßen dann jetzt wirklich buchstäblich 3 Monate lang 6 Teams, 4 bis 12 Leute und haben das ausgesiebt, haben geguckt, ob wir einen roten Faden in die Veranstaltung bekommen. Ich hoffe sehr, dass ihr den am Ende dann auch wieder entdeckt. Und wir haben seit dem letzten Jahr mit noch einer sehr lustigen Herausforderung zu kämpfen, nämlich mehrere Messehallen zu bespielen. Und die Dimensionen, die in Leipzig in der Messe dort auf uns zugekommen sind, sind auch beeindruckend, wenn man, wie ich, im Haus am Kölnischen Park angefangen hat, wo wir quasi auch noch abends nach dem Feiern uns quasi in jede Ecke hinrobben konnten, ist man eigentlich in Leipzig inzwischen ohne ein bisschen Mobilität, ohne so einen Elektroroller oder sowas aufgeschmissen und muss dann ein paar Minuten mehr zwischen eigentlich allen Ecken der Veranstaltung einplanen oder eben sich auf eine bestimmte Area fokussieren. Es gibt eine große Area, in der die sogenannten Assemblies sich zusammenfinden. Meistens kommen sie aus einer geografischen Region oder orientieren sich an einem gemeinsamen Interesse und bespielen dann an einem oder vielen großen Tischen ein bestimmtes Thema. Die ganze Zeit sind Anlaufpunkt für alle Interessierte an diesem Thema und machen, dass es dort, wo bei uns die Werbelichtlein fehlen, bunt und interessant wird und bleibt und machen dort eine coole Mitmach- und Party- und Lehr- und Lernatmosphäre. Wir haben einen riesengroßen Kids-Space, wo wir die Politik der offenen Arme weiterverfolgen, wo wir Familien explizit einladen. Da kann man vorbei, da kann man seine Kinder nicht einfach nur abstellen und was anderes machen, sondern da kann man mit seinen Kindern hingehen, so tun, als würden die was lernen müssen und heimlich zuhören und selber was lernen, was man die ganze Zeit vor sich hergeschoben hat. Und in dieselbe Kerbe haut auch die Idee, dieses Jahr ein sogenanntes Foundations-Talk-Konzept, was einfach nichts weiter bedeutet als, wir haben die Koryphäen der Wissensgebiete gefragt, ob sie nicht mal ihr Themengebiet auf Einsteiger-Level beschreiben wollen, sodass alte Hasen, die schon eine Weile nicht dabei gewesen sind und wieder Anschluss an ein bestimmtes Thema suchen oder Neulinge, Anschlussfähigkeit bekommen und sich in dieses Thema dann dort in dem Vortrag mit einhören können. Das großartige VOG streamt und archiviert alle Vorträge, die auf den großen offiziellen Bühnen stattfinden und auf 3 oder 4 kleineren Bühnen. Das VOG ist auch ein inzwischen hochprofessionelles Team von Nerds, die Kameras anbringen, die Netzwerk in großem Stil bespielen können, die Schnitttechnik am Start haben, wo andere größere Studios fast von träumen, um genau das Wissen, was dort vermittelt wird auf dem 35C3, auch nachträglich noch verfügbar für alle und jeden zu machen. Okay, das war so die wichtigen Punkte, die ich machen wollte, und wenn ihr Meinungen, Fragen, Hinweise habt, dann die Frage war, wo der Kongress dieses Jahr ist. Ich gucke kurz nach, ich glaube. Das ist in Leipzig, in der Messe Leipzig, im CCL und den daneben liegenden Messehallen. Das ist, wenn man einmal nach Leipzig Messe kommt, dann auch schon nicht mehr zu übersehen. Die Nerds haben letztes Jahr da dieses CCL-Zeichen durch ein CCC-Zeichen ersetzt, sodass man quasi, wenn man da an diesem Gelände vorbeifährt, sieht man dann schon. Außerdem einfach den Nerds folgen. Und wir haben einen ziemlich coolen Deal mit den Leipziger Verkehrsbetrieben, die uns quasi für die gesamte Kongresszeit im Ticket inbegriffen, Nahverkehr quasi Innenstadt Leipzig und ein paar von den
entlegenen Regionen da drumherum angeboten haben, wo wir das solidarmäßig finanzieren. Das heißt, dass die Tickets, die wir dieses Jahr verkauft haben, zum regulären Preis die Veranstaltung nicht gedeckt haben. Und wir haben die Teilnehmer gebeten, wenn sie können, wenn sie sich das leisten können, dort einfach ein paar Euro mehr aufs Ticket draufzulegen. Und 3/4 der Teilnehmer haben das auch getan und haben uns deswegen ermöglicht, die Veranstaltung so zu stemmen, wie wir das jetzt gerade tun, inklusive dieses Tickets. Das heißt, wir haben dort solidarisch sowohl den Zugang als auch die Verkehrsbetriebe da finanzieren können. Was, als ich die Statistiken bekommen habe, saßen wir dann auch da mit einem dicken Kloß im Hals. Das ist die Community, die eigentlich auch hier sitzt. Wer war denn von euch noch nicht auf dem Kongress? Okay, das sind so 4. Und eine der spannenden Fragen ist immer, wer denkt denn, dass er nicht Orga ist? Genau. Das Geile ist, dass es gibt immer so ein diffuses Rumkloppen auf und wie die Orga hat schon wieder. Und das zeugt von so einem groben Missverständnis, dass es da wie irgendwelche Altvorderen gibt, die da Entscheidungen treffen. Meistens ist das, was als die Orga kommuniziert wird, eigentlich nur, ja, wir haben da mit dem Veranstaltungsleiter von der Messe gesprochen und nein, es geht nicht, dass wir da irgendwie offenes Feuer auf der Holzbühne machen und die Orga lässt uns nicht. Und Unterschiede zum letzten Jahr. Also es gibt jetzt auf einer Bühne, die haben sich bereit erklärt, dass sie dort auch Krypto-Talks, also Krypto-Coin-Talks annehmen. Es gibt 5 offizielle Bühnen. Es gibt wieder eine Party-Area, also eine Lounge, die es im letzten Jahr nicht gab, weil wir letztes Jahr echt so rechnen mussten. Es gibt die Foundation-Talks. Ansonsten gibt es, glaube ich, wieder eine Seidenstraße. Wer die aus Hamburg noch kennt? Ich glaube, das will ich auch sehen, wie sie es hinbekommen in den riesengroßen Messehallen, wie viele Kilometer von diesen Röhren sie da anschleppen müssen, um das da hinzubekommen und ob das über diese Längen auch mit den Staubsaugern noch funktioniert, bin ich sehr gespannt. Und ansonsten freue ich mich schon und hoffe, dass ihr irgendwie auch alle ein Ticket abbekommen habt, was natürlich auch wieder eins der großen... Du hast ein Ticket abbekommen? Nein, das. Ja. Ja. Wir sind ausverkauft. Es gibt keine offizielle Möglichkeit mehr, sich Tickets zu besorgen. Es gibt irgendwie ein paar Scammer, die versuchen, sich aus den Ticketinteressierten da noch ein paar Euro oder ein paar hundert Euro sogar rauszuwanzen. Aber das ist ziemlich uncool. Es gibt, wenn das Orga-Wiki unter eventccc.de demnächst online geht, so real soon now, gibt es eine Tickettauschbörse und üblicherweise, wenn man in seinem lokalen Hackerspace nachfragt, gibt es immer noch den einen oder anderen, der schon mal vorsorglich mehr Tickets gekauft hat, als er braucht und die dann am Ende an coole Leute, die noch Fragen, auch rausgibt. Und es gibt keine Tageskarten. Gibt es sonst noch Fragen? Sorry. Okay, alles klar. Dann danke, Dirk. Danke. Das war es dann auch schon mit dem 78. Netzpolitischen Abend. Der nächste im Januar... 79. Was? Hä? Ja, ich hatte es... Okay. Also, das war es dann mit diesem Netzpolitischen Abend. Der nächste, der 79. findet nicht im Januar statt, sondern im Februar, und zwar am 5. Ich hoffe, ihr kommt alle wieder und schönen Abend euch noch. Die Tränendrüse ist ja immer gut. Ja, das hat Rüdi.